Ja, müssen wir ja leider. Ach, da hinten geht's weiter. Das wäre ja zu. Nein! Beschissene Motte. Diese Motten greifen dich an, wenn du sie nicht abschießt, Töter. Ja, komm doch runter. Au! Blöde Motten. Warum muss Sabaton immer so ekelhafte Viecher hier spawnen? Genau wie Sivo Arad, ey. Beide hässlich und beide müssen hier solche Ekelviecher spawnen. Was ist das? Die Statue sieht nicht nach der Schar aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht aber ein bisschen nach Dunkelheit aus. Artefakt der schwarzen Flotte. Was hat sie auf Savatuns Schiff zu suchen? Wir sollten sie zu Ikora bringen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich bin ein bisschen mit Dunkelheit korrumpiert. Kurz hier nachladen. Hallo, Mr. Oki. Ja, mit der Hemlock bist du schnell weg. Das ist viel zu leicht. Ich habe Angst, dass halt legendär dann auch zu leicht wird. Ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe, bis dahin sind die FPS da nicht so weit unten. Egal. Ignorieren wir es erstmal. Hauptsache, ich kann immer noch stabil spielen. Ich finde, dass Destiny 2 sollte noch so ein NVIDIA DSSL Patch bekommen. Ich glaube, das können sie sogar noch einbauen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel möglich ist. Oder nur bei den neuen. Aber ich glaube, bei Destiny 2 ist es, glaube ich, auch möglich. Ich meine, das würde das Spiel nicht schaden, sondern sogar bessern. Weil dann würde ich hier mit konstanten 70 FPS spielen. Es gibt Berichte, dass Savatun versucht, Leere mit der Aufnahme natürlich zu erbeuten. Ohne Aufnahme läuft das generell so. Damit zu tun. Vielleicht hat sie die ganze Zeit die Leere studiert. Hat sie sie vielleicht dazu benutzt? Ja, Fragen alle Fragen. Wollen wir mal gucken. Da ist sie ja. Ey! Ist ja auch eine Motte. Das war Savatun. Beeil dich! Ja, warte. Natürlich duften wir nicht dadurch. Bam! Direkt getötet, den Ritter. Nein. Nein, das ist unmöglich. Ist das immun? Geist? Das kann nicht sein. Bring mich näher ran, Hüter. Ich muss das sehen. Halber Epilepsieanfall. Ich kann es nicht glauben. Warum hilft dieser Geist der Schar? Wir müssen den Geist aufhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Dieses Ding ist nicht wie ich. Das erkennst du doch, oder? Ich. Jetzt habe ich gerade eigentlich meine Hand so angeguckt. Wir müssen weitermachen. Oh, Reisende, was hat sie dir angetan? Keine Ahnung, also anscheinend hat sie irgendwas mit den Reisenden gemacht, dass sie auf einmal die Geister bekommen hat und dazu halt das Licht. Das ist natürlich nicht so super. Okay, warte mal. Das brauche ich. Gib mir mal das kurz her. Es waren nur drei von denen. Mucke wieder geil.
Warte, kurz nachladen und zack. Gut, und ein letztes noch, dann haben wir die Kacke. Junge, das Teil ist so eine Maschine. So, und rein damit. Kann sein, dass ich das in zwei Teile machen muss. Dass ich die erste Mission, weil die ist ultra lang. Ich meine, ich bin jetzt schon über 40 Minuten lang hier drin. Was ist das für ein Ort? Das sieht nicht aus wie eine Schar-Thronwelt. Hier habe ich ja noch mehr Frame-Drops. Ich muss danach unbedingt nochmal gucken, was da los ist, weil das ist ja wirklich nicht richtig hier. Okay, ich muss hier rein, nur kann ich noch nicht rein. Weil guckt euch das mal an. Ich habe 38 Frames, was ist das denn? Da irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Soll ich mal das Spiel dann optimieren? Kann ich jetzt rein? Ja, danke schön. Sag mir, oh verehrter Gast. Sie ist es. Wie hast du das geschafft? Wie hast du die Kraft gefunden, etwas zu zerstören, das dir so ähnlich ist? Indem ich es herausgefunden habe. Bam! In den Spiegel ich habe sie nicht getroffen. Zu töten, was zurückblickt. Ich will nicht, dass sie redet. Warum müssen die Schar-Königen immer reden? Das ist so komisch. So, die normalen Akolyten, die reden gar nicht. Aber die Könige, die dürfen's. Oder können's. Boah, die Mucke. Na, wo bleibt die Sabatun? Ah, da kommt sie. Warte, ich muss kurz nachladen. Hier, friss das! Das war viel zu einfach. Komm schon, du bist stark, aber das war zu einfach. Ja, und das hätte ich mir denken können. Es schien irgendwie zu einfach, nicht? Drei davon? Ja, lach nur, du alte Göre. Wir sehen uns am Ende der Erweiterung. Hüter, hörst du mich? Wir sind hier, Ikora. Zurück auf der Mars. Zurück? Von wo? Savatuns Thronwelt. Ja, wir hätten uns melden sollen, aber wir hatten Savatun im Visier. Das war vielleicht unsere einzige Chance, sie zu erwischen. Ich kann das verstehen.
Es passiert nicht oft, dass Savatun sich selbst offenbart. Da ist's. Noch etwas anderes. Bevor wir das Schiff verließen, trafen wir einen ihrer Ritter. Und er... Er hatte einen Geist, Ikora, so wie jeder andere Lichtträger auch. Einen Geist? Ein Scharritter mit einem Geist? Aber das heißt... Savatun hat das Licht gestohlen. Aber das ist unmöglich, oder? Unmöglich? Für Savatun ist nichts unmöglich. Für Savatun ist nichts unmöglich, denn sie ist die Hexe der Tricksereien, der Lügen, der Schummlereien. So, wenn du mit der, keine Ahnung, Uno spielst. Savatun, die Hexenkönigin, Schargöttin der Lügen und Tricks. Laut Schar-Legende hätte sie auf einem fernen, unwirtlichen Planeten ein kurzes, ereignisloses Leben geführt. Wenn der Wurm sie nicht vor einer bevorstehenden Katastrophe gewarnt hätte. Und so führte sie ihre Geschwister in die Tiefe, wo die alten Wurmgötter ihnen unermessliche Macht im Austausch für endlosen Blutzoll anboten. Daraus entstand die Schar und unzählige Zivilisationen wurden zum Untergang verurteilt. Über Äonen hinweg verschlangen sie unangefochten Leben und Licht, wo immer es zu finden war. Bis sie schließlich auf die Hüter trafen. Nach dem Tod ihres Bruders Oryx tauchte Savatun unter. Natürlich nicht aus Angst. Es war Teil ihres Plans. Denn sie weiß, dass man seine Feinde am besten besiegt, wenn man sich ihnen anschließt. Sie vollbrachte ihre größte List. Sie infiltrierte die Vorhut und schwächte uns von innen heraus. Wir hatten es niemals für möglich gehalten. Doch sie stahl unsere wichtigste Ressource. Das Licht. Wie ich davor sagen wollte, wenn man irgendwie mit der Uno spielt, der würde wahrscheinlich komplett schummeln, weil das ihre Art ist. So wie hier. Sie hat sich als Osiris ausgegeben und hat uns von innen belauscht. Für einen Spion, sozusagen. Ja, und dann in der Season 13, glaube ich, haben wir dann Osiris befreit und dann sie entkommen. Und ja, jetzt ist er natürlich hier auf dem Mars. So, was geht, Ikora? Lichttragende Schar. Noch dazu mit eigenen Geistern. Ich hätte es wissen sollen. Nur wie? Wir haben es hier mit einem neuen Paradigma zu tun, Hüter, in dem die Grenzen zunehmend verwischen. Insbesondere zwischen richtig und falsch wäre ich an deiner Stelle gewesen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Spielt aber auch keine Rolle. Halten wir uns an das, was wir wissen. Offenbar hast du etwas entdeckt, das erklären könnte, warum Savatun beschloss, mit dem Mars zurückzukehren. Laut der Telemetrie deines Geistes sondert das Fragment dieselben Schwingungen ab wie das Pyramidenrelikt, das zufällig auch mit dem Mars wiederkam. Geh der Sache nach. Wenn du zurück bist, weiß ich mehr. Natürlich ist hier auch ein Pyramidenrelikt wie in Europa, weil die Dunkelheit den Mars hierher gebracht hat. Ikora ist von der Nachricht über die strahlende Schar erschüttert. Sie will antworten, aber zuerst bittet sie dich, das Pyramidenrelikt aufzusuchen. Sie vermutet, dass ein Zusammenhang mit dem Fragment, das du auf Savatuns Schiff gefunden hast, such das Relikt in der Enklave auf dem Mars und melde dich anschließend bei Ikora zurück. Okay, das Relikt. Alles Gute. Alles Gute. Das Relikt. Was ist hier neu? Ich glaube, das soll hier so eine Art Schmiede sein. Hüter erkunden den Mars seit seiner Rückkehr. Das können sie nicht übersehen haben. Es ist definitiv neu. Sehen wir uns das näher an. Auch nicht irgendwie schwer zu erkennen.
sich diese Schmiede da irgendwie verstehen, weil diese ganzen verschiedenen Sachen, da, die da waren. Was ist jetzt gerade passiert? Ich dachte schon, ich bin irgendwie rausgeflogen aus dem Spiel. Weil diese Ladesequenz dort war. Oh ne, da bin ich. Okay, ja. Das ist die Schmiede. Da können wir Waffen formen. Hier sind alle angezeigt, die ich schon formen kann. Ach, Digga. Warum ist denn hier schon das Exo aufgezeigt? Okay. Nee, wir wollen... Das ist die neue Enclave-Form. Hier ist sogar die... die Exo-Enclave. Aber wir wollen das hier mal bauen. Ja, das Geile hier an der Schmiede ist, man kann jeden Perk, der hier gibt, reinpacken und da spart ihr das lästige immer wieder spielen, damit man die beste Waffe hat, weil man möchte ja auch die besten Perks hier haben. Also man braucht hier nicht immer den besten Roll sich erspielen, sondern kann hier die Waffe einfach bauen, wie man will. Man kann sogar ein Memento reinbauen. Ja, und wir werden die mal direkt formen. Wenn ihr sogar ein passendes Memento habt, dann könnt ihr zum Beispiel diese Tarnung hier reinbauen. Und die ist wirklich... Ja, die ist wirklich schon echt schick. Was kann ich hier machen? Das Relikt. Du kannst nun mit Hilfe des Relikts auf dem Mars Waffen formen. Ja, okay, da wird es halt nochmal erklärt. Aber ja, das habe ich ja jetzt gerade auch selber schon erklärt. Ja, warte, wir haben die Enclave. Da ist sie. Rüsten wir erstmal aus. Das war heftig. Keine Ahnung, was es genau war. Oder was es mit dir gemacht hat. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ich habe selber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Da jammere ich noch, dass wir jetzt zwei Geheimnisse lüften müssen. Und schon gelingt dir ein Durchbruch nach dem anderen. Das Relikt erstellte also aus nur einem Fragment einen kompletten Bauplan. Als würde man die Waffe aus ihrer eigenen Erinnerung formen. Was zu den Verzerrungen auf dem Planeten passt. Offene Wunden, die das Vergangene in die Gegenwart bluten. Irgendwie manipuliert das Relikt die Zeit. Mit der richtigen Leitung natürlich, die Savatun zufällig hatte. Aber konnte sie das Relikt nutzen? Und wofür? Es stellen sich immer mehr Fragen. Die Antworten scheinen in Savatuns Thronwelt verborgen zu sein. Jemand muss da rein und sie ausgraben. Hüter, was hältst du von einer Kooperation mit den Verborgenen? Wer auch immer die sind. Ja, dann werden wir mal Antworten finden. Ico war es von deiner Entdeckung fasziniert. Das Relikt ist in der Lage, Gegenstände anhand von Erinnerungen zu formen. Sie denkt, dass es noch mehr über dieses Gerät zu erfahren gibt. Aber die Bedrohung durch Savatun hat Prioritäten. Daher erbittet Ikoa dich in der Thronwelt der Hexenkönigin nach Antworten zu suchen. Alles klar. Viel Glück. Gut, aber ich werde jetzt erstmal hier pausieren, weil ich muss unbedingt mal das Spiel optimieren. Weil es läuft gerade nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Gut, Leute. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Ja. Ciao, ciao.